Hallo und herzlich willkommen zum Sommerinterview mit Mike Moring. Diese Art der Befragung hat mittlerweile eine gute Tradition, denn man kann auf ein gutes halbes Jahr Politik zurückschauen und kann auch schon einmal einen Ausblick nach vorn wagen. Und andere nutzen genau diese Zeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Horst Seehofer hat die Sommerpause für sich entdeckt und den Länderfinanzausgleich. Er sagt, 3 bis 4 Länder zahlen für alle anderen Bundesländer die Chose, also relativ große Beträge. Verwundern Sie solche Äußerungen? Können Sie das nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen und ich kann verstehen, warum die Bayern sagen, es geht auf Dauer nicht so weiter mit der Solidarität, dass 3, 4 Länder einzahlen und 13, 12 Länder daraus partizipieren. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, diese Dinge vor dem Gericht zu lösen, vor dem Bundesverfassungsgericht. Man muss diese Dinge politisch lösen, zumal die bisherige Regelung auch politisch gelöst wurde. Nun haben die Bayern ja auch über viele Jahre Geld bekommen. Ohne Frage haben daraus auch was gemacht. Eigentlich müssten die doch sagen, jawohl, jetzt unterstützen wir den Osten und der wird irgendwann genauso aufblühen wie die bayerischen Landschaften. Das tun sie ja auch. Der Solidarpark 2 ist ja bis 2019 fest verbunden und da ist er von den Bayern auch nicht in Frage gestellt. Das Argument, was Sie auch sagen, dass die Bayern ja auch aus dem Länderfinanzausgleich Geld bekommen haben, ist richtig. Aber man muss halt wissen, die Bayern haben 40 Jahre lang so viel Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen, wie sie jetzt jedes Jahr einzahlen. Und deswegen muss man dieses Paket reformieren. Und darüber machen sich viele Gedanken, wir uns auch. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass man mehr Leistungsanreize schafft für die Länder, die wachsen, die mehr Steuereinnahmen generieren, dass sie einen höheren Selbstbehalt haben und nicht alles im Länderfinanzausgleich abgeben müssen. Das interessiert sowohl die Geberländer wie Bayern, aber ist auch für uns junge Länder wie Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg und Brandenburg wichtig. Und ein zweites ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir die Frage der Bundeshauptstadtfinanzierung lösen müssen. Jetzt ist es so, dass aus dem reinen Länderfinanzausgleich Berlin ca. 3 Milliarden bekommt. Die brauchen das Geld auch. Aber die Frage muss die sein, muss man das aus der Solidargemeinschaft der Länder bezahlen oder kann man nicht notfalls mehr auch den Bund in größere Verantwortung bringen, um die Bundeshauptstadt zu finanzieren? Das würde, glaube ich, allen helfen und ist, glaube ich, auch einer der Schlüssel zum Erfolg, dass man ohne Bundesverfassungsgerichtsurteil den Länderfinanzausgleich auf solide Beine stellt. Welche Hausaufgaben müssen wir in Thüringen machen? Na, wir müssen zuallererst unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern. Wir müssen die Fachkräftebedarfe sichern. Und wir müssen unsere eigenen Potenziale ausschöpfen. Das sagt ja unsere Ministerpräsidentin und da unterstützen wir sie auch in dem Weg. Aber die Landesregierung muss eine Hausaufgabe erledigen, nämlich die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Das hakt immer noch. Derzeit macht sich der Kultusminister eher Sorgen darüber, kriegt er neues Personal, damit er diese Abschlüsse anerkennt. Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Jetzt zügige Anerkennung, damit diese Fachkräfte von außen auch bei uns in Thüringen tätig werden können. Auch die Euro-Retter haben auf eine Sommerpause gehofft. Politik und Märkte sind aber weiter in Aufregung. Als Exportland leben wir ja davon, dass andere Geld ausgeben, um sich Produkte made in Germany zu kaufen. Trotzdem sehen unsere Bürger die Rettung Griechenlands und Spaniens sehr, sehr kritisch. Hat die Bundesregierung da in den letzten Monaten richtig gehandelt mit all ihren Tätigkeiten? Das denke ich schon. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gute Arbeit geleistet. Wir wollen in Deutschland eine Stabilitätsunion für Europa und wir wollen keine Transfer- und auch keine Schuldenunion. Und es ist ein schwieriges Unterfangen, das auch zu erklären, weil die einen, die eine Transfer- und eine Schuldenunion wollen, wollen sich den Auflagen nicht stellen. Aber genau das ist notwendig, ist der politisch schwierigere Weg, aber er ist eigentlich unumgänglich. Und die anderen, die eine Stabilitätsunion wollen, die sagen nach herrschender Meinung, dann muss es auch mehr Rechte für die europäische Ebene gehen. Und da würden wir ein großes Fragezeichen dahinter machen, weil wir ein böses Tauschgeschäft ein, nämlich dass die südeuropäischen Staaten in Europa ihre Transfer- und Schuldenunion bekommen und die Nordeuropäer mit Deutschland sozusagen ihre Stabilitätsunion bekommen, wenn beide Seiten sich darüber einig sind, dass mehr Rechte an die europäische Ebene abgegeben werden. Und das wollen wir ausdrücklich nicht. Ja, so ein Tipp zum Schluss unseres Sommerinterviews. Sie werden in die Richter in Karlsruhe entscheiden im September. Eine wirklich spannende Frage. Ich glaube, dass die Idee, die manche mit der Euro-Rettung verbinden, Deutschland Schritt für Schritt in eine politische Union zu zwingen und quasi einen europäischen Bundesstaat am Ende des Weges stehen zu haben, nicht der richtige Weg sein kann. Und ich denke mal, dass die Karlsruher Richter bei der Grenzüberschreitung des Grundgesetzes dort ihre Grenze ansetzen werden, wo sie sagen, dann muss das deutsche Staatsvolk für weitere Integrationsschritte befragt werden. Und ich halte das auch für einen richtigen Weg. Ich sage vielen Dank für das Sommerinterview. Das waren interessante Thesen und natürlich auch interessante Einblicke hier in Ihren Wahlkreis ins Weimarer Land. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch Lust gemacht, hier mal, genauso wie wir, den Weg einfach lang zu radeln und sich hier mal seinen Urlaub zu verbringen. Das hoffe ich. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.